Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Oddworld Soulstorm. Wir sind immer noch in der Fat Station. Wir brauchen 40, haben wir so viel? Ja, wir haben genug gesammelt, sehr schön. Wir gucken nochmal in den Mülleimer, vielleicht gibt es noch ein paar Scheinchen. Nö, nur Klebeband. Warum wirft man funktionierendes Klebeband in den Mülleimer? Macht gar keinen Sinn. Aber in der Welt hier macht vieles keinen Sinn. Wir haben eine ganze Menge Bräuflaschen bekommen. Ich sag, glaube ich, die ganze Zeit Bräuflasche. Naja, was soll's. Aber wir brauchen zurzeit gar keine. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal ein Feuer gesehen habe. Ist auf jeden Fall schon ein ganz paar Monde her. Bin ja immer froh, dass wenn die an uns vorbeilaufen, dass die nicht aus Versehen mal unser Knie oder so streifen. Und er hat sich wieder beruhigt. Weiter geht's. Kann ich wieder zumachen? Das wäre mir ganz lieb. Und schon wieder Klebeband. Wir haben vor allem immer noch kein Silbervereck gefunden. Das macht mir eigentlich am meisten Sorge, weil schon, weiß ich nicht, vor 4, 5 Folgen waren die ersten Schließfächer da, wofür wir das gebraucht hätten. Ich glaube, wir übersehen oder ich übersehe ganz schön viel. Bringe den Güterwaggon zur Tankreihe 2. Also ich kann hier was drücken. Bisschen Radio. Ist doch was Schönes. Okay, wir müssen nicht Stopp drücken, das ist schon mal schön. Jetzt sind wir in Tankreihe 2. Weiß nicht, warum er... Irgendwie denkt er immer hier, es geht runter. Ein kleiner Bug. So, links oder rechts? Ist eine gute Frage, ne? Hier geht's auf jeden Fall weiter. Ich guck nochmal ganz kurz in die andere Richtung. Hier geht's nicht weiter, zumindest jetzt noch nicht. Da hinten warten irgendwelche bewegungserkennenden Laser auf uns. Ach, das wird bestimmt wieder spaßig. Mach mal kurz zu hier. Ja, geht nicht weiter, hast du selber gemerkt, ne? Ich würde mich an deiner Stelle rumdrehen, Ohren zuhalten und einfach ganz weit weglaufen. Ich denke, das... Ja, genau so. Müssen wir ja gucken, was passiert, wenn wir hier drauf drücken. Ah, es kommt Dampf. Dampf ist immer gut. Ist die Frage, schaffen wir noch eins weiter bestimmt, ne? Machen wir hier noch einmal ein bisschen Dampf. Und dann haben wir das doch auch erledigt. Wir twerken dabei ein bisschen. Und jetzt kam natürlich die Einrastfunktion von Windows, weil ich zu oft die Shift-Taste gedrückt habe. Ich weiß bis heute nicht, weswegen es diese Funktion gibt. Wenn das jemand weiß, gern mal schreiben. Sein ganzes Leben ärgert man sich schon mit rum. Es ist mir bestimmt schon 8 Millionen Mal passiert, dass diese Einrastfunktion einfach, ja, aufgeht beim Zocken. Man kann das bestimmt auch ausstellen, aber wie es halt so ist, sind dann so eine Kleinigkeiten, die man lieber jahrelang erträgt, als sich einmal drum zu kümmern. Nicht im Betrieb, dieser Vendo funktioniert nicht. Ich versuche gar nicht erst unter die Abdeckung zu schauen. Doch, ich möchte es versuchen. Kann leider nicht, schade. Es geht eine Etage tiefer. Viele giftige, explosive Fässer in der Nähe. Und fleißige Mudokons. Mitkommen. So, was haben wir jetzt? Wir haben immer noch die 4 Verluste. Wir sind echt schlecht, was Mudokon-Retten angeht. Aber die anderen kriegen das zum Glück nicht mit und denken immer noch, wir sind der große Retter. Wenn die wüssten, wie viele Kumpels wir von ihnen schon versenkt haben. Und sogar retten können, hätten wir nochmal einen Checkpoint genommen. So, ich... Shit. Nein. Komm, wir lassen uns fix sterben. Was soll der Spaß? Hier, guck mal, ich stehe hier. Ich möchte nicht schon wieder 2 Mudokons verloren haben. Ich hätte nicht gedacht, dass er so weit gucken kann. Wir lassen die jetzt erstmal schrubben.
Obwohl, nee, wir müssen da wahrscheinlich weiter. Das bringt nicht viel, wenn wir die schrubben lassen. Und ab in den Dampf mit euch. Wir können oben lang, wir können unten lang. Ich würde vielleicht erstmal kurz... Ah, der hört das wieder. Ja. Das ist ein bisschen doof, dass er das hört. Ich meine, die stehen direkt neben uns. Man könnte ja auch flüstern. Ich dachte ja erst in einer Folge, es liegt daran, wenn ich die Taste lange gedrückt halte, dass halt dieser große Kreis auftaucht. Dass wir dann halt so wie schreien, ne? Würde ja Sinn machen. Und uns alle hören und dass wir das umgehen können, wenn wir halt nur kurz drücken. Aber ihr seht, ich drücke ganz kurz. Und er hört es trotzdem. Aber zum Glück ist der Dampf unser Freund. So, kommt schnell. Ah. Ja, auch so eine Sache, die mich ein bisschen aufregt im Spiel, ehrlich gesagt. Weil ihr habt es gesehen, ich bin eigentlich direkt rangesprungen und ja, es hat halt nicht funktioniert. Aber ich möchte mich nicht beschweren. Alles in allem macht mir das Spiel sehr, sehr viel Spaß. Auch wenn wir hier öfter mal sterben, aber kann halt passieren. Also ist es wahrscheinlich doch eher der Weg, hier oben lang zu gehen. Komm schnell hier rein. Nein, nicht abschießen. Kommt rein. Haben wir jetzt einen verloren oder haben sie es überlebt? Wir sehen es leider nicht. Aber wir haben 5 durchgestrichene Mudokon-Zeichen unten links. Ich glaube, einen haben wir verloren. Ja. Ja, dann ist es halt leider so. Wie weit kommt der hier rüber gefahren? Hör auf, hör auf, hör auf. Hör auf hier rein. Ist jetzt halt natürlich die Frage, was ist denn da unten? Ich glaube, ich lasse ihn noch mal im Dampf warten. Komm mal hier in den Dampf. Jetzt wartest du mal ein Sekündchen. Ist die Frage, können wir uns hier fallen lassen? Ja, hat geklappt. Hier wird es ja bestimmt noch was geben. Ein Geheimareal. Da hinten ist ein Gelee Royal. Und wir haben wieder eine ganze Menge Gebräuflaschen. Achso, jetzt ist hier aber zu. Und nu? Achso, hier oben lang. Geht's hier nochmal weiter? Nö. Jetzt ist die Frage, wie kommen wir denn jetzt am besten wieder hoch? So? Das schafft er doch im Leben nicht. Wahrscheinlich mit Sprinten. Komm. Ja, aber es hat funktioniert. Ich fasse es nicht. Weiß nicht, warum wir aktuell so viel Gebräuflaschen finden. Weil Anwendung dafür haben wir halt überhaupt nicht. Weil die einfach so auf Mudokons zu werfen, bringt nichts. Wir brauchen halt Feuer. Entweder kommt jetzt demnächst nochmal eine ganze Menge davon an Feuer und Gelegenheiten, die Dinger zu nutzen. Oder, ja, wir haben sie halt einfach, um sie zu haben. So, komm mit. Hä? Und noch ein Mudokon. Komm mit. Krieg kein Geld von uns. So. Ach du Scheiße. Schnell hier rüber. Kommt, 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 kommt. Wieder ein verloren. Mann, ich bin aber auch schlecht. Ja, ich hätte vielleicht eine halbe Sekunde schneller reagieren können. Das hat funktioniert. Wir lassen die nochmal kurz warten. Dann warten wir, bis die sich beruhigen. Und dann gucken wir nochmal nach unten. Bin mir nicht sicher, ob da noch was kommt. Chanten kann ich leider gerade nicht. Aber ich glaube fast nicht. Weil so nah wie der Typ hier lang fliegt an uns, ist das glaube ich nicht gedacht. Dass wir hier runter gucken. Nee, hier ist nichts. Ja, jetzt muss ich ihm wieder Bescheid geben, dass er mitkommen soll. Und jetzt werden sie es wieder hören. Ist etwas schade, aber naja. So, jetzt wollte ich eigentlich gerade rennen. Aber mit Rennen ist nicht viel. Die haben sich wieder beruhigt.
hoffe nicht, dass wir mit der Zeit irgendwie sterben in dem Dampf. Aber lebenstechnisch sieht es eigentlich ganz gut aus. Ja, wir können nur rennen. Was wollen wir sonst machen, ne? Komm. Weiß nicht, kommt der jetzt so weit hier hinterher geflogen? Du wartest nochmal. Nein. Okay, zum Glück, er hat noch nicht angefangen zu schießen. Ich meine, wir können es mal probieren mit der Gebräuflasche prinzipiell. Und die so einem Vieh hier an den Kopf werfen. Ja, er wird halt grün, ist ganz witzig, aber bringt halt absolut gar nichts. Wenn wir noch eine Fackel hätten eventuell. Aber haben wir das nicht schon mal probiert? Bin mir nicht ganz sicher. Wir haben auch keine Fackeln, also brauchen wir es auch nicht. Gar nicht erst drüber nachdenken. Na, ich hab doch gerade gesagt, komm. Los. Sehr schön. Ja, eingerettet hätte besser laufen können. Tut mir wirklich sehr leid. Aber macht ihr es erstmal besser. Checkpoint. Es geht aber auch nochmal hier oben lang. Was ist denn das? Ein Ölfass mit Gebiss. Ritzig, klebrig und hochentzündlich. Da könnte so einiges schief gehen. Heuvendo. Kostenlos für alle Arbeiter. Köstlich und entflammbar. Auf Lager. So verwendest du das Item. Ziele und Wurf, bla bla bla. Das haben wir alles gelesen. Soulstorm-Gebräu hilft dir, die Party in Gang zu bringen und dann alles abzufackeln, wenn du die Schnauze voll hast. Herstellungstipps, das Anbringen von Feuer an der Flasche könnte die Sache beschleunigen. Es ist alles Gebräuflasche, aber es ist kostenlos. Okay, ich dachte, es ist irgendwas anderes, weil vor uns was mit Vendo da stand. Aber gut. Recyclinganlage. Hey, haben wir wieder Flaschen gefunden? Haben wir. Gab es wieder ein paar Scheinchens. Noch mehr Scheinchens. Noch mehr Scheinchens. Sie aber auch alle ihre Schließfächer nicht abschließen. Gerade wenn Geld drin ist. Haben wir in den Mülleimer schon geguckt. Eine Blechdose. Gut, weiter geht's hier drüben anscheinend nicht. Nö, zumindest vorerst. Also machen wir uns hier oben lang. Ah, nicht so ganz so weit runterspringen, bitte. Stelle einige Nebelschleier her. Mit ihrer Hilfe kommst du an diesem Scanner vorbei. Durchsuche die Müllcontainer, um die nötigen Items zu finden. Dann drücke Y, um das Herstellungsmenü zu öffnen und das Nebelschleierrezept zu finden. Okay. Waschmittel, zur Reinigung gedacht und nicht zum Verzehr geeignet, auch nicht, wenn man extrem hungrig ist oder verzweifelt nach unterhaltsamen Videoinhalten sucht. Okay. Aber wir haben das Rezept bekommen, wir haben leere Flasche und die kommt dann ins Waschmittel und dann können wir das hier werfen und wir kommen weiter. Na, das hier drüben solltest du nehmen. Das heißt, wir sollen einmal hier reingucken. Oder ins normale. Nee, auch nicht. Ja, Y gedrückt halten. Ich jetzt schon wieder wüsste, was mit Y gemeint ist. Das ist Chanten. Das ist Nachgucken. Ist halt ein bisschen doof, dass wirklich nur die Controllersteuerung angezeigt wird. Ich habe ansonsten nur noch die Möglichkeit. Ja. Dann müssen wir jetzt mal ein bisschen rumprobieren. Wir drücken alle Tasten. Wenn ich sie gefunden habe, sage ich euch, was es ist. Das ist Schleichen. Nein, Entschuldigung. Ich probiere mal alles aus. Wir hatten es auch schon mal gefunden, glaube ich. Aber irgendwie... heute nicht. Ist heute nicht ganz so unser Tag. Das ist auch bloß dasselbe. Das bringt auch nichts. Ach Mist. Ärgerlich. Ich habe alle Tasten durch. Was ist es denn nun? Ach stimmt, wir können die ja sogar auf aggressiv stellen. Dann könnten die eventuell sogar andere Slicks bekämpfen. So, übersehe. Überstehe Tank 2D um den Güterwaggon. Stelle eine Rauchbombe her. Würde ich gerne. Würde ich wirklich gerne. Wenn ich wüsste, wie es geht. Oh. Das ist nicht der Weg.
Ich schau mal ganz kurz in die Steuerung rein und schneide eben, dass ihr euch das nicht mit angucken müsst. Bis gleich. So, jetzt habe ich es. Entschuldigung, ist dieselbe Taste wie für das hier, bloß man muss sie ganz kurz drücken statt gedrückt halten und dann kommt man hier rein. Wir waren auch schon mal in dem Menü, aber ich habe es halt wieder vergessen und naja. So, wir sollen Nebelschleier herstellen. Wir machen gleich erstmal alles, was geht, oder? Nebelschleier. Im dichten Nebel kannst du dich blitzschnell verstecken, hält nicht lange an, aber lange genug, um deinen Lebensweg zu überdenken. Okay. Das heißt, wir werfen das dahin und können hier durchrollen. Wie lange hält's denn? Ich würde mal noch kurz stehen bleiben, will mir das bloß mal angucken. Wir werden das in nächster Zeit wahrscheinlich öfter benötigen. Aber sieht relativ lange aus. Jetzt verschwindet's wieder, okay. Ist natürlich auch gar nicht auffällig für die Kamera, dass auf einmal Dampf kommt. Wir sind wieder hier oben. Ach, das war's schon. Wir sind bloß hier rein um den Spaß. I don't know. Nö, Ausgang links. Ach, wir können weiter nach oben fahren. Entschuldigung. Ich denke mal, hier werden wir genauso Nebel brauchen. Würdest du jetzt einfach mal dahin werfen? Ich glaube, wir hätten es hier so. Nein, wieder eins verschenkt. Vielleicht eher so. Dass wir hier ein bisschen mehr Zeit. Ja, so nicht. Okay. Das war also nicht der Plan. Die Sache ist, wir müssen halt hinter ihnen kommen. Wir haben aber nur so eine halbe Sekunde Zeit. Mit einer Bräuflasche abzuwerfen? Semi-optimal. Wie sollen wir es lösen? Also natürlich können wir hier hinten so ein Dings hinwerfen, ne? Dann sind wir ab dort erstmal safe. Ich hau mal noch da eins hin. Gucken, ob das ausreicht. Ob er uns gleich sieht. Nee, ging. Ah, okay. Ganz schön knappe Kiste. Wir finden noch mehr Flaschen und Waschmittel. Das ist schon mal gut. An sich mag ich die Nebeldinger jetzt schon. Sind halt wirklich mal sinnvoll. Hoch oder runter? Hier ist zu. Frage beantwortet. Ich weiß gar nicht, ob wir uns in der Mülltonne verstecken können, aber sehr wahrscheinlich schon. Ja. Ich würde halt ganz gerne die Mülltonne auch noch aus... Ah! Hat er uns jetzt da oben getroffen, bitte. Ich bin hochgesprungen, da kam kein Schuss an. Das gucke ich mir nochmal definitiv an. In der Folge dann, also in der Aufnahme. Ich glaube, das Spiel mag uns einfach nicht. Sag mal so, wir können ja hier so ein Ding werfen. Ist ja prinzipiell kein Problem. Ich würde erstmal kurz warten, bis er da unten wiederkommt. Oder wir gehen gleich mal runter und gucken mal, ob wir uns auch verstecken können. Können wir nicht? Warum sollten wir auch? Macht ja keinen Sinn. Zum Glück hat das noch geklappt. Jetzt dreh dich halt bitte wieder. Komm schon, der Nebel hält nicht so lange. Okay, schade, dass wir uns da drin nicht verstecken können. Hätte eigentlich gedacht, dass das funktionieren sollte. Obwohl er den anderen Punkt schon anzeigt, greift er trotzdem wieder zu dem daneben. Ah, wir kommen voran. Eine ganze Menge leere Flaschen. Müssen wir mal... Ah, er guckt bestimmt gleich wieder runter. Shit. Ich weiß nicht, ob der Nebel das so lange hält. Ah, wir machen es einfach so. Diesmal haben sie uns auch nicht gehört, obwohl wir gesprungen sind. Also es ist irgendwie immer mal ein bisschen anders. Ich versuche mich nur zu rechtfertigen, dass ich so oft sterbe.
liegt halt natürlich nicht an mir. Alles Schuld des Spiels. Ja, naja, wir machen hier an der Stelle erstmal Schluss für die Folge. Ich danke euch fürs Zuschauen. Morgen 12 Uhr geht's wie gewohnt weiter. Bis dahin, macht's gut.